Hallöchen, ihr Banausen da draußen, und damit ein herzliches Willkommen zurück zu einer Runde LS17 auf der Map Sosnowska mit dem lieben Schwarmboy zusammen, hallo. Hallo, Banause. Und mit dem Anoholic zusammen, hallo. Jo, moin, Leflüt, so. Und wir gehen, weiter geht's, ich gehe mal wieder. Wo war ich denn? Dreschen war ich, genau. Und ich habe unsere kleine Zetor mal ein bisschen aufgemotzt. Ich hätte vorher geschnitten, habe eine Frontladekonsole anbaut. Und bin jetzt gerade mal ein bisschen bei meinem Albtraum von vor 4 Folgen oder sowas. Also ich bin wie so im Wald unterwegs. Oh mein Gott. Hallo? Oh mein Gott. Lad aber diesmal vernünftig. Ich habe letztes Mal auch vernünftig geladen. Ja, hab ich gesagt. Ich habe Beweise, denk dran. Aber ich konnte absolut nichts dafür. Wie befülle ich jetzt diesen Anhänger? Die Saatmaschine? Ja, ich stehe jetzt direkt neben diesen Containern hier. Ja, dann gib mal mit Z, glaube ich, Z war es, ja. Da wähle ich die Saat, die ich Das ist egal. Ja, aber damit wähle ich nur aus, welche ich pflanzen möchte, nicht den Container befüllen, also den Anhänger befüllen. Mit was geht denn das? Dann hat SR Maschine aufgeklappt. Ja. Dann stehst du richtig. Na guck mal, ob du mit F1 drückst. Ja, dann geht das Menü weg. Okay, dann schaltet es ein und dann steht irgendwo SR Maschine aufgeklappt. Und dann hast du dich, weiß nicht. Ich einstellen, Sie Maschine senken, wieder aufklappen. Nee, okay. Aufklappen nicht, ne? Lass mich mal kurz reinspringen. Du stehst falsch. Warst zu weit weg wahrscheinlich. Jetzt kannst du. Na, einen Moment. Wo jetzt ist der? Jetzt reingehst du natürlich mit Taste L, kannst du öffnen. Ah, okay. Also näher ran einfach nur. Ja, du musst den Trigger erwischen. Natürlich laden wir jetzt ein bisschen kürzer stehen, weil der Traktor ja ein bisschen kleiner ist. Das schafft er ja nicht so viel. Deine 60 PS oder 80 was halt. Ist der Boy ja auch so stürmisch? Fehlt gerade irgendwo wie ein Sturm drüber. Vielleicht fährt Kehrmaschine vorbei. Samstags. Nicht? Nee. Selbst in der Großstadt nicht. Nein. So, da fällen mir nochmal ein paar Bäume. So lustig, da irgendwie hat sich das verschoben. Normalerweise bin ich ja der immer die Bäume macht. Ja, ich wollte. Ja, ich habe die letzten zwei Folgen gedrescht. Deswegen wollte ich dir jetzt dich das Vergnügen nicht nehmen. Ich glaube, da habe ich die letzten Augen gedrescht. Ja, sicher, dort eine Feld. Bis ich dann dir helfen musste mit dem Anhänger da. Unser Baumschieber ist immer noch im Boden drin, der ist noch nicht wieder auftreten. Ja, und? Irgendwann wird er zur Erde und dann zu Öl irgendwann. Auf einmal ist er komplett senkrecht im Boden versunken. Hallo. Senkrecht, der Baum? Ja. Respekt. Magic Trees. Ja, das ist. Es gibt hier ein paar. Manchmal gibt es ein paar Fehler beim LS. Keine Fehler, das sind Features. Ach so. Stimmt, ja. Da gab es ja immer so einen Spruch, it's not a bug, it's a feature. Da hab ich auch wieder was gelernt, okay. Den Baum findest du dann wahrscheinlich von denselben Spielemachern später wieder, wenn du irgendwann den Bergbausimulator spielst oder so. Ey, das wäre mal geil.
Das wäre immer ein cooles Game. So wie früher, Black Gold und so. Oh ja, Black Gold habe ich auch gezockt. Boah. Und das als Simulator? Ja, Black Gold Simulator gibt's ja. Ja, aber ich meine jetzt so, halt so richtig so, weißt du? Boah, Black Gold, ja, boah. Fällt mir gerade direkt spontan an. Auch ein super geiles Spiel früher. Ja, heute noch. Ja. Ja gut, wenn es heute noch läuft, ne, aber da habe ich früher auch besucht, das Spiel. Es läuft. Und immer wenn du dann richtig weit warst, ist der blöde Stollen eingebrochen. Wenn man schnell abstütze. Ja. Ihr habt das früher auf dem Amiga noch gespielt. Ja, richtig, Amiga, ja. Jetzt merkt man wieder, dass man alt ist. Wenn man das Spiel auf dem Amiga gezockt hat. Ja. Das sagt was. Meine Frau sagt immer, ich bin alt. Ja, komisch, das sagt meine Frau immer zu mir. Ah? Das sagt meine Frau auch immer zu mir. Sag ich immer, bist aber selber schuld. Muss halt auch mit dem alten Mann ins Bett, nicht ich. Ja. Und dann sagt sie mir eigentlich noch nichts mehr. Also sehr nass, ich denke, wenn ich mit dem alten Opa jetzt bin, müsste heute Abend. Meine Frau sagt, wenn ich da meine Frau sagen würde, würde man wahrscheinlich sagen, ich muss ja nicht mit dem alten Mann ins Bett, ich habe noch einen jungen Mann. Da kann ich dann auch nichts mehr zu sagen. Nee, da ist quasi dann verloren. Also, du darfst ruhig Arbeit sprechen, gell? Ja, ich war gerade sehr konzentriert auf die Bahn hier wieder gerade zu kriegen. So. Ihr zwei seid doch völlig woanders, ne? Bei mir sind, glaube ich, nur so ein Helfer. Oder? Ne, ich bin auf Feld 19. Diesen Drescher? Da bin ich. Ah, okay. Weil gar kein Name darüber angezeigt wird. Ja, wahrscheinlich bist du zu weit weg. Zumindest nicht so weit, dass ich den Drescher noch sehe. Ja, aber um den Namen zu sehen, das meine ich, was? Also. Wo hab ich denn noch? Oder? Na toll, typisch. Ba-ba-ba-ba-dam. Sind denn so die Pläne, was die Zukunft angeht? Millionenchef mehr Felder, mehr und uns Fahrzeuge oder? Ja, mehr Traktoren auf jeden Fall. Mehr Traktoren, mehr Felder, größere Traktoren, größere Maschine. Ja. Mais, Kartoffeln, Tiere. Also alles. Ja. Und irgendwann spielen wir dann wieder eine Map, wo du dann was weiß ich was machen kannst. Ja. Wenn es die dann gibt. Irgendwann. Ja, sicher. Rauskommt Toni bestimmt. Ah, das ist eine Frage dazu. Ja. Du musst halt immer da ein bisschen Zeit geben. Ja. Fällt wäre geil, wenn du dann wirklich so eine, ich sag jetzt mal blöd, so eine Arkendorf-Map gibt, die wir hatten, die aber auch funktioniert. Die Arkendorf-Map hat schon auch funktioniert. Ja, ich meine jetzt für auch die anderen Spieler. Das meine ich. Ja, das Problem ist, weil ihr habt so bei anderen gesehen, da hat es funktioniert. Ja, bei uns hat das ja nicht funktioniert. Das oder? War dann nur die kaufbare Objekte. Ja, genau. Das meinte meine ich ja. Aber dafür hat es ja auch der Volkswagen mal das funktioniert. Ja. Also wenn es irgendwie klappt, ist der Anno jetzt auch regelmäßig dabei? Ja. Ihr müsst immer nur samstags aufnehmen, dann bin ich dabei. Da ist so 80% oder so 99% machen wir das ja. Ja. Aber da kann höchstens sein, dass wir das dann irgendwann auch zwischendurch auf abends legen müssen. Dann. Ja, abends müsst ihr. Ab nächstes Jahr aber wahrscheinlich erst. Achso, weil du an der schaffst. Ja, weißt ja, wegen Spätschicht und so. Da muss ich ja samstags dann arbeiten. Ach, samstags blitzt sie nicht. Doch, bis 18 Uhr hier tatsächlich. Man kriegt geile Dinge recht. Ich kann ja nichts für. Ich bin nur die ausführende Kraft. Ja, das sagen sie alle.
Dieses Jahr bleibe ich wohl erstmal nur auf Frühschicht, da ist ich am Samstag immer frei. Aber nächstes Jahr werde ich dann auch wieder Spätschicht fahren und dann muss ich samstags wieder arbeiten. Das ist ja auch nicht mehr wirklich lange, also. Ne. Ja, wenn nächste Woche ist der erste Advent. Das ist korrekt. Mein Gott. Ist doch eigentlich auch so, dass man das Gefühl hat, je älter man wird, desto schneller verfliegen die Jahre. Wo alt bin ich jetzt noch nicht? Ich kann es noch nicht sagen. Bist du nicht der Älteste von uns hier allen? Na klar, dass das kommt. Mein Gott, das war so klar, echt. Ich kenne eure Alter nicht, also von daher kann ich es gar nicht einschätzen. Der Schwarm ist auf jeden Fall älter als ich. Du bist der Jungspund, Anno. Echt? Okay. Ich finde es auch genauso geschätzt. Boah, ich höre mich so jung an. Krass. Du, keine Ahnung, also ich bin jetzt 28. Ich werd 35. 28. Ich werd 35 bald. Und ich war 40. Tja, irgendjemand muss ja mal den Altersdurchschnitt hier runterziehen, ne? Ich überlege, ich hab mit. Es erklärt auch den Unterschied zwischen der Kompetenz bei uns drei. Mit 32 habe ich angefangen mit YouTube-Videos, ey. Ich mit 38. Da muss man sich mal überlegen. Ja. Die meisten fangen so mit 14, 15 oder so heutzutage an und wir mit Anfang und Ende 30. YouTube gibt es auch erst seit 10 Jahren knapp jetzt, ne? Ja, das ist korrekt. Aber heutzutage ist ja. Aber heute ist ja tatsächlich, da siehst du ja echt, wenn du neue Kanäle und so guckst, da sind ja wirklich so 14, 15-Jährige teilweise. Ja, und ich bin ein Battlefield, der meistens auch eher so, keine Ahnung, wenn sie Let's Plays machen, so 12 Milliarden Minecraft-Let's Plays oder so. Ja. Mit über lauter Techno oder sonst was, Intro-Musik, die vorweg erstmal läuft und danach kommt irgend so ein Rauschmikro. Okay, die machen es, weil sie Spaß dran haben. Ja, klar. Und dann lass es doch immer mal. Mit mir ist auch nicht alles perfekt, das weiß ich. Aber ich mach's einfach, weil ich Spaß dran habe. Und wenn die Spaß dran haben, mein Gott. Ich kann es aber nachvollziehen. Was denn? Was er jetzt gemeint hat. Ja, aber ich sag mal, wenn ich auf so ein Treffen. Ich müsste ja die Videos nicht angucken, weißt du? Ja, das mache ich sowieso nicht. Würde ich auch nicht. Nee. Also stößt man nur durch Zufall irgendwie drauf. Weil man denkt, okay, das könnte jetzt was sein. Nee, ist nicht. Wenn du jeden Tag 3 Mails kriegst, abonniere mich, ich abonniere die dann auch oder wie immer. Oh Gott, ja, nee, das kann ich auch gar nicht. Ob dieses Sub for Sub oder wie sie es immer nennen. Ich habe vorhin einen coolen Kommentar gelesen bei mir. Wenn du mich abonnierst, krieg ich 2 Abos zurück. Geil. Ich weiß, fand ich lustig, also nicht schlecht. Frag mich. Ja, aber das sind alles Leute, die realisieren überhaupt nicht, dass YouTube das irgendwann wieder löscht. Ja, natürlich. Da kommen wir die. Davon sagt die Abozahl überhaupt nichts über die Größe des Kanals aus. Nein. Du kannst 2000 Abonnenten haben oder 1500 und du kriegst trotzdem nur, keine Ahnung, 70, 80, 90 bis 100 Aufrufe auf ein Video, weil nicht alle das gucken oder noch alle überhaupt aktiv sind. 70, 80, 90 Aufrufe im Video. Mein Gott, das wäre schön. Hast du nicht? Das ist der Stand, den ich jetzt dieses Jahr mal erreicht habe. Bei mir war es auch vor nur so 50, 60 im Durchschnitt bei den ersten 2 Wochen und dann ging es ganz langsam immer weiter, aber. Ja, bietet, ich habe mit mal 2, 3, 4 Aufrufe pro Video. Da war 13 Abonnenten. Ja, eigentlich muss ja immer. Geht mal zum Schwabenboy und klickt den mal da. Genau. Guck mal alle die Videos beim Schwabe, genau. Da freut er sich. Ich sag im LS haben ja, wir wichtig, auch wichtig sind aber auch die damit. Wichtig sind aber auch die täglichen, also die insgesamt vom Tag, die Views, die da hast, so insgesamt. Ja, da hatte ich früher auch mal 1200. Also du hast, wenn man rechnet ja, dass du so ungefähr 50-70% an Views am Tag hast von deinen Abos. Also das, was du an Abos hast, 50-70% an Views. Und das kommt bei mir hin tatsächlich. Ich hatte mal eine Zeit lang, da hatte ich 600 Abonnenten und 1500 Views. Ja, ich habe meistens um den Dreh momentan so um die 800 bis 900 pro Tag. Ja, das habe ich nicht. Ich habe so 400-500. Den Klingen habe ich mir ehrlich gesagt noch nie angeguckt. Ich gucke immer nur, ob monatlich das gleich bleibt oder hochgeht.
Also so wird auch dein Kanal bewertet im Prinzip nach deinen täglichen Views und nicht nach Abos oder sonst irgendwas. Also eigentlich wird das so an Watchtime, also Zuschauerbindung kannst du ja nachgucken bei dir. Ja, ja. Und halt an tägliche Views. Da wird so der Kanal ungefähr dann bewertet. Nach meiner Zuschauerbindung müsste ich 4 Minuten Video machen. Bei mir waren das glaube ich 8 Minuten, glaube ich. Ja, irgendwas mit 7 oder 8 habe ich auch. Aber ich habe eigentlich nicht mehr reingeguckt. Hinten hast du übrigens so einen kleinen Holm stehen lassen. Ich weiß nicht, ob der bei dir angezeigt wird. Nee, bei mir ist er weg. Okay. Das ist ja die schöne Synchronisation beim LS. Ja, ich habe ja schon einmal auf dem Multiplayer-Server mitgespielt und durfte mir dann auch anhören. Da steht ein Holm. Ich sage, da steht kein Holm. Da steht ein Holm. Da steht kein Holm. Hast du, apropos schon, warst du Mittwoch eigentlich wieder gespielt, ja, ne? Ja. Ja, ich konnte leider nicht diesmal. Leider kam was dazwischen. Oh, aber der ruckelt da denn jetzt gerade so. Aha. Ich mach mich auf den Weg zum Sägewerk. Ne, diesmal hatte ich Mittwoch leider keine Zeit dafür. Ja. Ich bin dann auch gleich mal irgendwann fertig mit dem Feld. Ich wäre übrigens fertig. Ist schon mit dem Dunkel, ja, ne? Ja. Guck schon die ganze Zeit den Banausen hinzu. Ja, da kann ich auch in den See planschen. Ich würde ja jetzt sagen, nimm schon mal einen Traktor mit. den habe ich gerade, aber. Ich bin gerade weg zum Sägewerk. Ah, gut, okay, dann braucht er diesmal keine Hilfe. Ah, so weit bin ich noch nicht, das wird sich noch zeigen. Mal gucken, was der, wenn er an dem Hügel da lang fährst. Damit ja, nicht diese Strohdinger, die er normalerweise hinten so ausspuckt, dieser Drescher. Aber das macht er nur bei Gerste und Weizen, bei Raps nicht. Ach so. Raps hat kein Stroh, weil das sind Holz und Stängel, die kannst du nicht verwerten. Na, momentan können wir sowieso nichts damit anfangen, auch wenn wir haben noch keine Ballenpresse und so. Aber ein Azubi, der das Eis sammeln könnte. Mit dem Rechen. Ja, mit dem Frontlader. Ach ja, stimmt, kann man ja. Boah, ja. Da fährst du lieber. Nee. Da bist du ja ewig dran bei so einem Feld. Oh, jetzt fällt mir noch gerade was ein. Ich wollte noch was von. Von Enno kaufen. Mich? Oh. Ist gleich soweit. Wir sind jetzt am Hof scrollen. Stellen wir das hin. Manchmal ist es das Schönste am Spiel, wo man sich gegenseitig anrufen kann, ne? Ja. Das muss auch in jedem Spiel sein, Huben. Das ist ja doof. Anna, für dich, guckst du mal bei der offenen Halle neben des Saatguttanks. Bei den Saatguttanks, ich bin auf dem Weg. Da ist mit die, am Weg entlang, da ist die offene Halle, wo alles halt offen ist. Ich weiß, was der gekauft hat. Bin jetzt bei den Saatguttanks, oder? Lass mich mal kurz in deinen Dreck rein. Ich weiß, was er gekauft hat. Komm. Ja? Hier für dich. Ah, endlich! Weil du beschwert hast, dass die Maschine so dreckig ist. Das wusste ich. Du hast den Hochdruckreiniger gekauft. Ja, klar. Das habe ich mir jetzt fast gedacht, weil er sich beschwert hat, dass die Karre so dreckig war. Ja, wir konnten mich gerade gar nicht mehr auseinanderhalten. Ist das das Traktor oder ist das die zerfallene Halle? So. Ich lasse es auf mir sitzen. So. Das sollte ich mich besser kennen, eigentlich. Deswegen sage ich ja, ich wusste, was du gekauft hast. Oh Scheiße, ich komm nicht hoch. Oh oh. Wie alt wirst du? 40, ne? Ja. Was hat das mit dem zu tun? Das wollte mir so, du kommst nicht hoch. Nur, dass wir uns in ein paar Jahren mal drauf vorbereiten. Dann bin ich auch als Chefträger der kleinen Traktor krieg. Oh oh. Was hat
nicht, ob ich da runterfahren will. Ich glaube, da schiebt mein Traktor weiß ich wohin. In der Holzwaage hinter dran. Das gibt ein Höllerritt. Schon wieder? Ja, ja. Vor allem, weil ich hinter... Ja, ja, geht schon los. Hätte ich ihn echt niemals machen, da wär's kaputt, da wär's eh dabei. Er schiebt mich mit über 40 km/h den Berg und ich mach gar nichts. Ich hab keine... Ich bin nicht einmal auf Beschleunigung oder sonst irgendwas. Oh je, oh je. Wir sind übrigens bei 20 Minuten 45 Sekunden. Ja, ich wollte die Bahn noch eben fertig machen, ja. Damit das Feld für die nächste Folge fertig ist. Ist er nur noch die eine hier? Keine Ahnung, das heißt, ich brauche irgendeine Hilfe von euch. Mach raus, kommt da einer. Was hast du vorhin noch gesagt? Der mit der meisten Erfahrung? Ich weiß, dass das Schwachsinn ist mit deiner Farbe. Was soll ich denn machen? Aber ich habe ja auch gesagt, wenn du zum Schwaben fährst, nimm den Traktor mit. Irgendwie wusste ich das wieder, dass ich wieder Hilfe brauche. Nee, ich stehe am Sägewerk mit dem kleinen Traktor, Scheiße. Mit dem riesen Hänger. Und muss ja hier rückwärts in den See reinfahren. Ja. Wenn ich nicht mit der Gabel ablade, wie einzeln. Aber jetzt kann... Oder die Folge kann jetzt beendet werden, weil das reicht nicht mit der Bahn. Ich bin voll. Hier. Hallo Anna, dann beende. Okay, ja, dann vielen Dank fürs Einschalten. Hummel, Hummel, Mors, Mors. Nicht vergessen, kommentieren, abonnieren und liken. Beim Banausen, beim Schwabenboy und bei mir. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut. Ja, tschüss. Ciao.